herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder als Kriminell unterwegs mit der Sniper und der G36 in Notruf Hamburg. Also wir werden wahrscheinlich zuerst den Juwelier ausrauben, weil es einfach eine easy robbery ist und hier steht schon ein Passat und der Juwelier ist leer. Tatsächlich, hier da ist noch einer. Konnten wir uns aber nicht nehmen, dann punchen wir die Scheibe ein und nehmen uns von hier die Juwelen. So, woher habe ich jetzt eigentlich noch 2 Gold? Egal, 2 Gold, gut. Ich gebe nur noch Geld aus. Juwelier verkaufen, Gold verkaufen, Bombe einkaufen. Nehmen wir uns das und fahren direkt mal zur Bank. Wir sind jetzt in der Bank angekommen. Place die Bombe. Gehen zurück und sprengen den Tresor auf. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. So, jetzt sind wir im nächsten Safe. Sammeln hier auch das Gold und das Geld an, weil das Geld ist auch wichtig für das gestohlene Geld. Also halt, das gibt auch ordentlich in der Bank. Auf jeden Fall mehr als in Tankstellen. So, hier war auch noch Gold, aber wir nehmen das Geld nicht. So, 9 Gold. So, 9 Gold und fast 10.000 gestohlenes Geld. Chilliger Banko. Aber. Ja, den. Alter, der Streifenpolizist ist schon gut. So, haben ihn. Der Prä läuft auf jeden Fall in die Bank rein. 9 Gold. Waren das jetzt alle Cops? Wie los, Digga? 5 Cops? Gold können wir hier ordentlich schön schmackig verkaufen. Schlagringe können wir. Sniper können wir wegmachen. Ja, gucken wir, was wir als nächstes ausrauben. Okay, Leute, wir rauben jetzt doch nächstes aus. Wir killen Cops. Eins, zwei, drei, vier Cops liegen jetzt hier und wir haben 6. Okay, Leute, dann gibt's hier mal wohl die langweiligen Loops. Mein Wagen ist auf jeden Fall Kopf. Wir sammeln das ganze Zeug ein. Geldschein, den wir uns noch holen. Da läuft der RTW an. Das war jetzt Kategorie komplett verbuggt. Fahren wir zur nächsten Tanke. Danach auf jeden Fall zu Werkzeugladen, weil. Warte mal. Ey Leute, guck, ich halt nichts. Ihr müsst da drauf drücken. Ich öffne nicht das Inventar. Ich drück da. Da ist es jetzt ein Glitch. Okay, Leute, ich bin jetzt doch zum Werkzeugladen gefahren, weil da hinten war so ein SEK-Typ, der wollte Stops nehmen. Und dann bin ich jetzt lieber hier zum Werkzeugladen. Das ist gleich direkt zum ADAC, weil ich habe keinen Bock, in den Knast zu kommen. Nehmen wir die letzten beiden Scheine. So. 17.000 gestohlenes Geld. Ja, ist in Ordnung, finde ich. Hier müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht hier drüber driften. Na komm, 1.000, dann machen wir unseren Lambo mal schwarz und fahren zur nächsten Robbery. Okay, Leute, ich habe hier gerade eingeschlagen, kommt da so ein nerviger Cop rüber. Was hat er da? Bitte kein Taser. Und er hat einen Taser. Ich bin am Arsch und er hat einen Taser. Und der Taser daneben. Aber Leute, das lasse ich mir nicht. Er hat eine MP. Genau, Digga. Nein, Digga.
Süß, süß. Ja, was ist das denn jetzt? Also, Streifenkopf, können wir. Sind wir wieder hier und sammeln die letzten beiden Geldscheine ein und machen damit die 20k gestohlene Geld voll. Okay, Leute, also wir sind jetzt wieder bei der Bank angekommen. Der Boss of Crime. Oh, fuck. Ich bin down. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da für die 800 Abos. Und damit, ciao, ciao.